Sehr geehrter Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe als Schüler mir damals so ein paar Euros dazu verdient mit Nachhilfe in Deutsch. Dass ich das als Abgeordneter mal vor diesem Hause für eine Fraktion tun würde, die neu hinzukommt, hätte ich mir auch nicht träumen lassen an dieser Stelle. Aber wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Was hätte Goethe, von dem dieser Ausspruch stammt, wohl zu Ihrem Gesetzesentwurf gesagt? Ich bin mir sicher, er hätte sich geschämt. Sie sprechen von Verdrängung der deutschen Sprache und dass Deutsch die primäre Verständigung der Deutschen sei. Gerade deshalb sollte wer das Grundgesetz nicht kennen, verdammt noch mal die Finger davon lassen, Veränderungen daran vornehmen zu wollen. Sie verkennen, dass das Grundgesetz nicht nur Grundrechte für Deutsche, sondern auch Grundrechte für alle Menschen, die in dessen Geltungsbereich leben, festschreibt. Und vielmehr verkennen Sie, dass sie im In- und Ausland Deutsch gesprochen wird. Nicht umsonst ist das Goethe-Institut mit 159 Einrichtungen in 98 Ländern gegenwärtig und vermittelt die deutsche Sprache und die deutsche Kultur. Aber welches Deutsch eigentlich? Das Deutsch, das wir heute sprechen, ist nicht einmal mehr das Deutsch von vor 20 Jahren, von den über 50 Mundarten mal ganz zu schweigen. Unsere Sprache ist eine Summe aus den grundrechtlich zugestandenen Freiheiten, die eigene Persönlichkeit frei zu entfalten. Unsere Verfassung ist dem gesellschaftlichen Wandel gegenüber aufgeschlossen. Und genauso ist es mit der deutschen Sprache auch. Diese in einen idealen Zustand pressen und bewahren zu wollen, käme der ungerechtfertigten Einschränkung von Grundrechten gleich. Das Anliegen der AfD-Fraktion ist daher viel weniger redlich, als uns der Gesetzesentwurf glauben zu machen versucht. Denn er schürt Ängste. Ängste, die jeder Grundlage entbehren. Ängste, ohne die eine AfD in Deutschland ihre Anhängerschaft verlöre. Der Gesetzesentwurf zeichnet darüber hinaus ein unwahres, ein düsteres Bild. Es klingt beinahe nach dem Eintritt des Verteidigungsfalles, wenn man Ihrer Sachverhaltsdarstellung folgt, dass Anglizismen demnächst unsere deutsche Sprache übernehmen werden. Vielmehr lösen Sie durch diese bösartigen Unterstellungen den demokratischen Verteidigungsfall aus. Mit der Mehrheit dieses Hohen Hauses verteidigen wir die Menschen vor Ihnen, die mit ihrer eigenen deutschen Sprache die kulturelle Vielfalt, die Wissenschaft, das Miteinander in diesem Land fördern als Ausfluss ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Keiner der Anwesenden wird ernsthaft bestreiten können, dass die deutsche Sprache schon jetzt verfassungsrechtliche Bedeutung hat. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist schließlich auf Deutsch verfasst. Auch da kann ich Ihnen gerne noch mal Nachhilfe geben, wenn Sie das benötigen. Die Geltung des deutschen Grundgesetzes bedeutet zugleich die Geltung der deutschen Sprache und genießt somit Verfassungsrang. Lesen bildet. Menschen, die im Geltungsbereich unseres Grundgesetzes leben, müssen sich daher die deutsche Sprache aneignen. Denn ohne die deutsche Sprache sind sie vor Behörden, vor Gericht und in der demokratischen Auseinandersetzung unterlegen. Nur wer die Sprache der Verfassung des Landes, in dem er lebt, beherrscht, nur der findet Schutz und eine Heimat. Oder mit Goethe: Der Deutsche soll alle Sprachen lernen, damit ihm zu Hause kein Fremder unbequem, er aber in der Fremde überall zu Hause ist. Kurzum, das Grundgesetz in deutscher Sprache braucht einen solchen Zusatz nicht. Und am Niederrhein hätte man Ihnen wahrscheinlich gesagt, da haben die Schwadronneure mal wieder Stuss zusammengefrickelt. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Stefan Thome, FDP-Fraktion.